Morgen. Guten Morgen. Wir sind am Bahnhof Gevelsberg-Ennepetal und wollen heute den nächsten Lauf der Schnadeweg-Challenge unter die Sohlen nehmen. 58 Kilometer rund um Ennepetal warten auf uns. Genau, mit 1800 Höhenmetern ungefähr. Ja, es gibt wieder Kletterei. Das Wetter soll ganz gut werden. Wir haben auch mal keinen Nebel ausnahmsweise. Aber? Aber nur 4 Grad. 4 Grad, das ist ganz schön kalt. Das alte Bahnhofsgebäude ist so ein richtig schönes altes Gebäude, wie man sich das auf einer Modelleisenbahn wünscht. Könnte nur ein bisschen renoviert werden. Dann geht's los. Ja. Okay. Alles klar. Boah. Das Logo der Schnadeweg-Challenge haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Ja, hier sind heute schöne Pfeilmarkierungen, aber ich glaube, die sind gar nicht für uns. Wir folgen heute diesen Zeichen hier. Der Wanderweg rund um Ennepetal heißt nämlich auch Wappenweg. Wir können heute wieder viele schöne Aussichten über das Bergische Land genießen. Wir streifen jetzt Schwelm und rund um Schwelm sind wir auch schon gelaufen. Ja, hier und da berühren die Schnadewege sich. Dann läuft man mal streckenweise auch auf 2 Schnadewegen. Hier sieht man es ganz gut, rund um Schwelm und der Wappenweg rund um Ennepetal auf einer Strecke. Moin. Noch ein Schnadeweg-Challenge-Zeichen. Oh, das sind noch Nachwirkungen von dem Unwetter von vor 3 Monaten. Sind wir mal wieder über die Wupper gegangen. Ja, an dieser Stelle ist die Wupper der Grenzfluss zwischen Westfalen und Rheinland und wir sind jetzt auf der rheinländischen Seite. Ja, entweder ist das hier ein cooles Café oder ein Regenschirmhändler. Ja, wahrscheinlich war das hier auch alles unter Wasser. Ja, bis hierhin stand das Wasser. Hier, das halbe Fenster war geflutet. Krass. Die Wupper ist ja hier so eigentlich noch ein kleines Flüsschen. Aber die hat richtig viel Unheil angerichtet. Mann, Mann.
jetzt zum zweiten Mal über die Wupper und dann sind wir gleich wieder in Westfalen. Auch hier ist wieder ein Doppelweg. Hier sind wir zusätzlich auch auf rund um Wuppertal. Mann, Mann, Mann. Sind die süß. Hier ist die Staumauer. Eine besondere Wappenwegmarkierung. Hier ist noch ein Klebefall von dem Breckerfelder Flower Power Ultra. Das heißt, hier sind wir vor 2 Wochen auch hergelaufen. Und da unten fließt die Ennepe. Wir laufen ja auch rund um Ennepetal. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Dankeschön. Dieses Mal werden wir mit den Schnadeweg-Logos aber verwöhnt. Alto Belli. Schlamm haben wir auf jeden Fall auch heute genug gehabt. Ohne Worte. Irgendwie wiegen die Schuhe jetzt jeder 1 Kilo mehr. Boah. Mann, Mann, Mann. Thank you.
Staumauer der Haspertalsperre. Ein paar Kilometer müssen wir noch. Ist noch ein bisschen Weg. Ja, eine schöne Strecke, aber die hat es in sich. Jo. Ja, gut sieht das nicht aus. Ja, irgendwie räumt es nicht mehr so richtig. Selbst bergab stachsen wir nur noch hier im Schlamm und im Dreck rum. So. Irgendwie kommt man nicht vorwärts. Ah, es wird nicht langweilig. Ganz schön anstrengend. Boah, das ist eine Kletterei. Hammer. Ah. Mann, Mann, Mann. Ja, irgendwie ist die zweite Hälfte der Strecke jetzt ein bisschen der Kracher. Entweder schlammig ohne Ende oder steil. Ja. Rauf und runter. Ach. Ich glaube, das gibt wieder Muskelkater wie vor 2 Wochen. Könnte durchaus sein. Immer wieder wunderschöne Aussichten. Ja, wir sind jetzt kurz vor Ende der Runde und die Sonne gibt jetzt noch mal richtig alles. Ein richtig schöner Sonnenuntergang. So schön wie der Sonnenuntergang vorhin war, er hatte etwas Nachteiliges mit sich geführt. Es ist jetzt schlagartig dunkel geworden. Und im Moment eiern wir hier immer noch im Wald rum und können kaum was sehen. Ja, das sieht richtig schön aus, eigentlich, wenn wir nicht noch hier im Wald rumstaxen würden. Wir sind unten. Juhu! Unser Bahnhof, an dem wir heute Morgen gestartet sind, ist da vorne in Sicht. Unser Ziel, der Bahnhof Gevelsberg-Ennepetal. Super. Oh. Mann, Mann, Mann. War das ein langer Tag? Ja. Oh. Ja, das war rund um Ennepetal. 58 Kilometer. 1800 Höhenmeter. Genau. Und eine Menge Schlamm zurzeit. Kilometerweise Schlamm. Ich glaube, im Moment ist der auch nicht wirklich belaufbar. Wir waren noch echt lange unterwegs jetzt. Es ist dunkel. Ja, es ist dunkel, genau. Ja, die Schlammstrecke, die war, weiß ich nicht, mehrere Kilometer lang. So. Ja. Wir haben noch nicht mal ein Gehtempo gehabt, sondern nur ein Rumpfstackstempo. Und Rutsch. Mann, Mann, Mann. Aber durchgehalten und wir sind angekommen. Genau. Jetzt gibt es noch Teile. Ein Potz. So. Boah. Bon. Wir haben uns heute verdient. Ja. Prost. Prost. Oh. Ja gut. Bis zum nächsten Mal. Selber laufen nicht vergessen. Dankeschön fürs Mitlaufen. Und dann bis nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.